Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Nach einem halben Jahr lädt die Hanja auch mal wieder ein Video hoch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es kommen demnächst auch wieder ein paar Videos von mir. Ich habe nämlich vor einem Monat ungefähr wieder mein Make-up ausgemistet. Und dann kommen wieder ein paar Declutter-Videos. Wuhu! Ich habe für euch heute einen Vlog. Ich habe nämlich für 2 Tage lang die Kamera in meinem Alltag mitgenommen, damit ihr mal so einen Einblick bekommt in mein Studium und in meinen Alltag. Ja, vielleicht interessiert ihr euch ja für das Studium Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung in Kassel. Also ich studiere in Kassel zurzeit. Und genau, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. So, es ist kurz vor 8:45 und ich bin gerade erst aufgestanden. Für manche ist es vielleicht ziemlich spät, aber ich habe gestern noch bis um 12 gearbeitet, also bis Mitternacht gearbeitet und bin dann erst nach Hause gekommen und ja, deshalb. Und ich werde jetzt erstmal Porridge essen. Genau, das werde ich jetzt essen mit ein paar Erdbeeren zusammen. So, es ist jetzt schon fast um 10 und ich bin jetzt erst mit Henry rausgegangen. Ich habe noch eine Weile gefrühstückt und nebenbei auch Zeitung gelesen, weil heute ist Donnerstag und da kommt auch die neue Zeit. Und ich habe die alte Zeit noch nicht mal durchgelesen. Deshalb habe ich ein bisschen noch Zeitung gelesen und dann sind wir jetzt erst rausgegangen. Das bedeutet eigentlich auch, dass ich dann doch nicht zum Sport gehen werde heute Vormittag, weil ich um 12 Vorlesungen habe und dann schaffe ich das nicht zeitlich. Und dann gehen wir lieber nachmittags. Es kommt bestimmt auch noch mal ein gesondertes Video über meinen Alltag mit Henry als Studentin, weil das sich ja auch bestimmt einige interessiert, wie das so ist und wie man das so alles unter einem Hut bekommt, wenn man studiert und einen Hund hat, ob das geht, weil ich auch einige andere Studenten kenne, die überlegen, ob sie sich einen Hund holen sollen. Und ich glaube, dass so ein Video eigentlich ganz hilfreich wäre für diejenigen. Ja, und er ist gerade dabei, seine Leckerlis zu suchen. Aber das werde ich bestimmt in einem anderen Video nochmal erklären, warum wir das machen und warum das gut für den kleinen Macker ist. Heute soll es ja nämlich auch nicht um Henry gehen, sondern um meinen Alltag und um meinen Studiengang. Und genau, heute habe ich aber, ich habe heute 12 bis 13:30 Uhr Vorlesungen und viel mehr passiert in meiner Woche eigentlich auch nicht. Ich habe dieses Semester nicht so viel zu tun. Weil ich mich für zu wenig Zeug angemeldet habe, weil ich eigentlich was anderes vorhatte, was dann aber nicht geklappt hat. Und deshalb stehe ich jetzt so ein bisschen da und habe zu wenig Sachen zu tun. Deswegen habe ich auch nur 2-mal die Woche Vorlesung, 12 bis 13:30 Uhr. Und heute ist eben ein Tag davon. So, nachdem ich jetzt ein paar YouTube-Videos geschaut habe und auch die Sprachnachricht von einer Freundin angehört hat, die so ungefähr eine Viertelstunde ging, mache ich jetzt endlich Wäsche. Weil ja wieder helle Wäsche dran ist. Unser Wäschekorb ist wieder am Zerbersten quasi. Das sind ein paar wichtige Teile, die zu waschen sind. Zum Beispiel Cedrics Arbeitsklamotten. Da muss er auch immer für jede Schicht neue Klamotten tragen. Deshalb ist quasi die ganze Wäsche immer voll von seinen Arbeitsklamotten, weil er jedes Mal eine neue Uniform quasi braucht. Nee, und warum die Sprachnachricht von der Freundin so lang war. Sie war gestern auf einem Rammstein-Konzert in Dresden. Und ich gehe auch noch auf ein Konzert, aber das ist erst am 24. glaube ich, am 24. Juli in Polen. Ich habe nämlich keine Karten für Deutschland bekommen. Und dann gab es eben noch offizielle Karten für Polen. Da habe ich mir dann ein paar geholt. Und ich würde halt auch immer noch gerne zu einem deutschen Konzert gehen. Also dann quasi zu 2 Konzerten insgesamt. Aber ich habe kein Geld, um ein deutsches Konzert quasi mir jetzt noch zu kaufen zusätzlich. Und ich habe auch keinen, der mit mir dahin gehen würde. Von daher bleibt es wohl bei dem einen Konzert in Polen, worauf ich mich auch schon mega freue, aber das ist halt noch übelst lange hin und ich freue mich für alle, die jetzt schon das Konzert erleben durften. Ich bin quasi so mit am Ende erst,
Aber naja. Genau, es ist nämlich jetzt schon 11:30 und dann musste ich auch bald zur Uni los. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich so richtig filmen kann. Es ist ja nur eine 1,5 Stunden Vorlesung. Ist eh nicht so viel, was man da jetzt sehen könnte. Ich muss dann auf jeden Fall noch meine Sachen packen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich nehme immer nur mein iPad eigentlich zur Schule, also zur Vorlesung, weil ich nicht auf Papier mitschreibe, sondern auf dem iPad und ich alle meine Aufzeichnungen auch auf dem iPad habe. Und für die Vorlesung brauche ich halt zusätzlich noch meine Gesetzestexte und halt einen Marker, um in den Texten zu markieren. Aber heute ist auch super schönes Wetter draußen. Das heißt, wir werden es garantiert auch draußen im Garten aufhängen. Und ja, ich sehe halt so ein bisschen assi gerade aus, weil ich noch nicht duschen möchte, weil ich ja noch zum Sport gehe und dann danach dusche. Und dann wäre es halt dämlich, jetzt noch zu duschen. Und ich weiß nicht, ich kann ja meine Haare mal kurz aufmachen, um zu schauen, ob man so rausgehen kann. Nee, draußen ist es auch ultra warm, deswegen behalte ich meinen Zopf. Okay, das war ein Fehler. Jetzt, wenn ich einen Zopf reinmache, sieht das ultra komisch aus. Boah, sieht aus, als hätte ich keine Haare. Ich habe Haare. Ja, also wir wissen noch nicht ganz, was wir denn zum Mittag essen werden. Ich habe jetzt auch nicht viel zu Hause. Deswegen, vielleicht gehen wir ja auch sogar in die Mensa. Und dann kann ich euch das leckere Mensa-Essen an der Uni Kassel zeigen. Okay, ich habe gerade Bullshit erzählt. Also wir können gar nicht in die Mensa gehen. Weil ich ja erst 13.30 Uhr Schluss habe und 14 Uhr bei Cedric was anfängt. Und deshalb passt das nicht so gut. Was ich koche oder ob ich mir einen Salat mache oder von irgendwo was hole. Übrigens, morgen geht's für mich auf eine Exkursion. Eine eintägige. Also wir sind halt nur 6 oder 8 Stunden unterwegs. Und da würde ich euch auch gerne mitnehmen. Wir haben nämlich dieses Semester 4 Exkursionen, also 5 eigentlich, aber wir müssen nur 4 machen. 4 Exkursionen über das ganze Semester verteilt, wo wir uns so die Landschaft angucken quasi. Also wir haben in der näheren Umgebung, morgen zum Beispiel geht es zum Hohen Meißner, den Biotoptyp angeschaut, Pflanzen bestimmt, generell auch die Geologie uns angeschaut. Also sowas werden wir dann halt morgen auch machen und da werde ich auch mal schauen, ob ich und was ich für euch filmen kann. So, ich bin jetzt wieder im Treppenhaus auf dem Weg zu meiner Wohnung. Und ich habe nichts gefilmt, was ich mir aber auch schon dachte. Weil ich eigentlich immer in den ersten, also auch in der 3. oder 4. Reihe von unten sitze. Und halt alle auf mich so rauf gucken. Und es wäre halt ultra weird, wenn ich einfach so meine Kamera auf den Tisch packe. Deshalb habe ich leider nichts gefilmt. Aber es war auch überhaupt nicht spannend, weil am Donnerstag, also wir haben immer 2 Vorlesungen in der Woche davon. Also einmal Dienstag und einmal Donnerstag. Und die am Donnerstag wird meistens von einer Frau, von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin vom Professor geführt. Und ja, einmal sind die Themen nicht ganz so spannend und zum anderen ist einfach der Professor, weiß nicht, der kann das besser vermitteln und ist halt ein bisschen erfahrener, würde ich sagen, und man merkt das auch. Deswegen wäre es sowieso nicht spannend für euch geworden. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie der Tag jetzt so weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall zum Sport heute gehen, denke ich. Also das ist unausweichlich. Aber ich werde dann wohl jetzt irgendwas essen. Keine Ahnung was, aber irgendwas werde ich mir schon zusammenpumpen können. Und dann werde ich erstmal entweder lesen oder PlayStation spielen. Ich habe nämlich die PlayStation nur noch für einen Monat gemietet und danach muss ich sie halt wieder zurückschicken. Und ich habe aber noch nicht alle Spiele durch, die ich spielen wollte. Deswegen stehe ich gerade so ein bisschen unter Zeitdruck, was das Zocken angeht. Genau, dann muss ich halt entweder schauen, ob ich lese
oder spiele, bis Cedric wiederkommt von der Uni. Dann möchte ich eigentlich auch schon fertig sein. Also er kommt irgendwie 15.45 Uhr oder 16 Uhr erst nach Hause und bis dahin möchte ich auch schon mit Henry gegangen sein, weil wir danach, weil so gutes Wetter ist, auf jeden Fall... Oh, die Wäsche ist fertig, sehe ich gerade. Weil so gutes Wetter ist, auf jeden Fall was machen wollen. Gehen in die Stadt, Kaffee trinken oder so und dann gehen wir anschließend zum Sport oder wir gehen erst zum Sport und danach zum Kaffee. Eins von beiden werden wir schon machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Wäsche aufhängen und in den Garten bringen. Und Henry auch gleich mitnehmen in den Garten, dann kann er sich schon mal ein bisschen austoben. Heute ist nämlich halt so warm wieder, dass er sowieso nach 5 Minuten anfängt zu hecheln und einen halben Kollaps bekommt. Die Mittagsrunde, die wir machen, fällt bei solchen Temperaturen nie lange aus. Deswegen glaube ich auch, kann ich jetzt, wenn ich die Wäsche aufhänge, quasi gleich das damit abhaken, dass ich mit Henry schon mal draußen war. So, wir sind jetzt wieder drin und er hat jetzt noch einen Kauknochen von mir bekommen. Er hat sich auch gleich in seine Höhle verkrochen. So ein Süßer. Seht ihr diese Pfote? Baby. Kann man nur so süß sein. Er ist aber mittlerweile so gut geworden darin, seine Ochsenkaustangen zu kauen. Also vorher hat er sich mal richtig komisch angestellt. Mittlerweile hat er so richtig herausgefunden, wie er mit seinen Pfoten so das halten muss, damit er am besten kauen kann. Und er sieht aber einfach so süß aus. Baby. Look at him. Ja, und während ich mein Wrap auch noch esse, gucke ich nebenbei das neue Video von Get to Know Alex. Zwischendurch war ihr Kanal mein absoluter Lieblingskanal. Dann zwischendurch irgendwie nicht mehr. Und jetzt, so seit 2 Wochen, gucke ich sie wieder richtig gerne, weil sie vor allem Vlogs hochlädt. Und irgendwie hat sie mich auch so inspiriert, so damit anzufangen, wieder mit YouTube. Also wieder so Videos zu machen und vor allem zu vloggen, weil ihre Vlogs sind so super inspirierend. Sie macht halt eigentlich nichts Besonderes so. Sie lernt für Prüfungen, geht zum Sport und kocht. Das ist irgendwie alles so, was passiert. Aber trotzdem inspiriert mich das jedes Mal und ich fühle mich so richtig motiviert, auch wieder was zu schaffen. Also ja, ich verlinke euch den Kanal mal in der Infobox und wenn ich es kann, auch hier in der Infokarte. Keine Ahnung, aber ihr werdet es dann sehen. Und dann installiere ich auch nebenbei schon Final Fantasy 8, ist es, glaube ich. Der neueste Teil auf jeden Fall. So, wir sind jetzt rausgegangen, extra um uns zu sonnen, in den Park vor unserem Haus. Und genau jetzt ist die Sonne weggegangen. Nebenbei spiele ich mit meiner Freundin Hearthstone. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Könnt mich gerne adden. Dann können wir gegeneinander spielen. So, also es ist mittlerweile schon 6:45 und wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner Arbeit, um meinen Lohn abzuholen vom letzten Monat. Und danach müssen wir anscheinend noch so ein paar Besorgungen machen. Und danach geht es aber wirklich zum Sport. Nachdem wir uns dann einen kurzen Snack zum Abendessen holen. Aber ja, Sport ist immer noch auf der Liste. Und genau. Übrigens, diese Hose von H&M trage ich eigentlich richtig gerne. Deswegen habe ich auch, als hier ein Loch entstanden ist, die genäht. Und einfach genau unter dem, was ich genäht habe, kam das Loch gleich noch einmal. So am gleichen Tag, glaube ich, sogar noch. Und das ist super ärgerlich. Ich trage sie trotzdem weiter, weil, ja, wen kümmert's. Aber ist trotzdem mega schade. Und ich überlege mir auch, die Hose noch ein drittes Mal zu holen, weil das ist eigentlich schon die zweite Hose. Und ich überlege mir, die noch mal ein drittes Mal zu holen, weil ich die so gerne trage. Das ist ja richtig interessant. Na klar, es ist interessant.
Wir sind jetzt vom Sport zurück im Parkhaus. Wir müssen halt nur noch kurz den Parkschein bezahlen und dann geht's nach Hause. Seit Ewigkeiten mal wieder und ich glaube, man sieht es mir auch an, dass ich beim Sport war. Ich werde auch so schnell rot wie eine Automate. Also viel passiert jetzt heute nicht mehr. Wir werden auch, glaube ich, jetzt nichts mehr essen, weil wir ja vorher schon Waffeln hatten. Naja, du isst vielleicht was, aber ich nicht. Ich hoffe, du hast... Muss man nicht. Ich habe viel getrunken. Ja. Und wie immer denkt man nach dem Sport, ich müsste öfter zum Sport gehen. Und warum gehe ich nicht öfter zum Sport? Es macht doch richtig viel Spaß. Heute wird also nicht mehr viel passieren und ich weiß auch gar nicht, ob ich noch jetzt so vloggen werde, weil halt nichts mehr passiert. Wir werden, wie gesagt, nach Hause fahren, vielleicht noch Netflix gucken oder so. Nein, es ist ja schon fast um 10, 9:45. Okay, mein Arm fällt jetzt auch gleich ab, also wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Herzlich willkommen zu Vlogtag Nummer 2. Heute ist Freitag und heute findet auch die Exkursion statt. In einer halben Stunde muss ich los und ich stehe immer noch hier in meinen Schlafsachen. Deswegen muss ich jetzt was anziehen. Ich hoffe, ihr hört den Rasenmäher nicht zu laut. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gestern bei New Yorker eine neue Hose gekauft. Ich habe euch ja die kaputte Hose gezeigt, die ich genäht habe und die wieder aufgerissen ist. Und das hier ist eigentlich eine relativ ähnliche Hose, also auch so lang und schwarz und locker. Aber die ist aus einem anderen Stoff irgendwie, ist die dicker. Und was ich auch gut finde, ist, dass die unten im Gegensatz zu anderen so einen Bund noch hat, weshalb die an den Knöcheln besser anliegt. Und beim Stoff glaube ich auch nicht, dass der so leicht zerreißen könnte, weil er wirklich sehr, sehr elastisch ist. Und es wirkt auch so wie ein Stoff, dadurch, dass er so elastisch ist, dass er nicht so schnell ausleiert an den Knien. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Langhosen kennt. Warte, ich muss noch eine andere Unterhose vorher anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Langhosen kennt, dass wenn ihr die ein, zwei Mal anhabt, dass danach dann die Knie so ausgebeult sind, dass es aussieht, als würde man die ganze Zeit so leicht in der Hocke sitzen oder stehen. Und ich glaube, das passiert bei der anderen Hose halt nicht so schnell, weil die so stretchy ist. Weil wir ja gestern doch nicht einkaufen waren nach dem Sport. Habe ich, glaube ich, nicht so wirklich, was ich mitnehmen kann zum Mittagessen. Und deshalb werde ich wohl vorher noch in Rewe gehen. Also auf dem Weg zum, zum Reisebus quasi, also zu dem Treffpunkt, komme ich quasi noch an einem Rewe vorbei. Dann werde ich halt kurz da reingehen. Ich wollte auch extra, genau, eine halbe Stunde vor Treff losgehen. Like, seriously. You see this? War das gestern auch schon? Ich glaube, ich heule. Naja, ich ziehe das erstmal an und schaue, ob man es dann noch sieht. You can kind of tell. Na, hier seht ihr jetzt mein Outfit. Ich habe jetzt einfach die Hose angelassen und ein enges graues Oberteil angezogen, mit dem mir hoffentlich nicht so kalt wird, hoffentlich nicht so warm wird. Also der Dörnberg ist aber sehr früh eben auch schon unter Schutz gestellt worden. Dennoch haben wir Sukzessionsprozesse gesehen, weil man manchmal einfach mit der Pflege nicht hinterherkommt. Das sind einmal die Gehölzaufkommen. Wir haben an einer Stelle, wo der Ziegenhalter war, haben wir uns die Gehölze angesehen. Weißdorn, Schlehe, Schwarzdorn, roter Hartriegel. Solche Arten kommen dort vermehrt rein. Das ist eben das Gehölzaufkommen als Sukzession. Und dann haben wir die Vergrasung mit zum Beispiel aufrechter Trespe, also mit Arten, die ohnehin in den Kalktrockenrasen vorkommen, sich aber bei einer Unternutzung ausbreiten. Und dann werden als erstes erstmal die Strukturen geschützt. Wir hatten das ja im Wald schon mal, Baumschicht, Krautschicht. Und so etwas wird dann bei einer Vegetationsaufnahme auch gemacht. Ich bin wieder zurück von der Exkursion. Wir haben es jetzt 16.17 Uhr. Ich bin schon seit 20 Minuten ungefähr zu Hause und habe auch schon eine Banane gegessen, weil ich irgendwie so schlapp bin. Es war irgendwie voll anstrengend. Also wir sind halt viel gelaufen, viel gewandert und durch
Berge so durchgelaufen. Und das ist halt nun mal anstrengend. Ich bin aber noch gar nicht auf meine 10.000 Schritte gekommen. Ich bin erst bei 8.600. Aber wir sind halt echt die ganze Zeit gelaufen. Wir haben dann eine Dreiviertelstunde nicht mal Pause gemacht, wo wir an so einer Raststätte halt gemacht haben. Und da war echt eine schöne Aussicht. Da haben wir dann auch kurz eine Tasse heiße Schokolade getrunken und so ein bisschen Energie getankt. Henry muss halt jetzt noch raus, aber ich glaube, das macht Cedric alleine, weil ich echt keine Lust habe. Also nicht nur, dass ich keine Lust habe, sondern ich bin, wie gesagt, auch ziemlich geschafft. Und vor allem, wenn man auch noch Beinmuskelkater hat und dann noch die ganze Zeit am Wandern ist durchs Gebirge, man hat keine Freude daran. Ich weiß nicht, ob ich euch noch was ein bisschen zu der Exkursion erzählen soll. Also es ging, wie gesagt, zum Hohen Meißner. Das ist einer, oder ist der höchste Berg hier in, zumindest Nordhessen. Nee, Naturpark Frau Holleland heißt das, glaube ich. Das haben wir uns halt angeguckt und wir waren aber auch nicht nur im Naturpark, sondern auch in den Naturschutzgebieten im Naturpark. Und ja, wir haben eben was erzählt bekommen, die Geologie, was ich immer sehr, sehr langweilig finde. Deswegen habe ich da auch jetzt gar nichts gefilmt. Und was sie erzählt, finde ich immer am spannendsten. Also sie zeigt uns verschiedene Arten und worauf man schließen kann, wenn man diese Arten findet. Also Zeigerarten nennt man sowas. Das kennt ihr bestimmt auch aus dem Biologieunterricht. Dass sie uns dann halt zeigt, ja, das ist die und die Pflanze, lateinischer Name sowieso. Und ja, uns halt sagt, dass es vor allem auf trockenen Standorten vorkommt oder dass es Montanzeiger sind oder was auch immer. Ja, das finde ich immer noch mit am spannendsten. Aber vor allem die Natur ist echt schön. Also das finde ich an den Exkursionen am tollsten, dass man so ein bisschen die Natur außerhalb von Kassel sieht. Wir haben hier echt sehr, sehr schöne Wälder und Felder. und normalerweise kommt man ja nicht dazu, sich das anzuschauen. Aber eben durch die Exkursion schon. Ich glaube, ich beende auch den Vlog hier an der Stelle, weil ich heute nichts mehr so wirklich machen werde. Also ich werde vielleicht schon anfangen, den Vlog hier zu schneiden an Cedrics PC. Ich habe ja keinen Laptop, deswegen muss ich dann alles sowas an Cedrics PC machen. Macht's gut, würde ich sagen. Gut Glück. Glück auf. Ciao.